Mama Nur und Wulan Zendo. In einer Ebene, in einem Tal des Kaveng-Gebirges, bestellte ein junger Mann mit Namen Mama Nur sein Feld und bepflanzte es mit Mais. Einige Monate später, als die Maiskörner halb reif geworden waren, lud er einige seiner Bekannten, Männer und Frauen, zu einem Maisessen ein. Wie groß war da der Trubel! Doch an einem mangelte es. Es gab kein Waschwasser. Die Leute gaben dies Mama Nua zu verstehen und er wurde deswegen unzufrieden. Da betete er zu Deva Muntu-Untu, er möge ihm eine Quelle geben. In der zweiten Nacht hatte er dann einen Traum und Deva Muntu-Untu teilte ihm mit, wenn er eine Quelle wünsche, müsse er schweißbedeckt den großen Stein in der Ecke seines Feldes ausgraben. Wenn er das getan habe, hätte er sein Ziel erreicht. Es verhielt sich in der Tat so. Als er 3 Tage gegraben hatte, schoss heftig ein Strahl Wasser hervor. Mit der Zeit wuchs das Wasser immer mehr und sammelte sich in einem sehr weiten Tal, so dass am Ende ein See entstand. Dies ist der Ursprung des heutigen Tondano-Sees. Mehr und mehr gedieh das Feld von Mama Nua, weil es so viel von dem Wasser empfing. Tag und Nacht wurde der See zum Spielplatz für die verschiedensten Vögel. In dem See lebten viele Arten von Fischen, wie der Aal, die Garnele und andere. Rings um die Quelle pflanzte Mama Nua Zuckerrohr und vielerlei Fruchtbäume. Doch er bemerkte, dass fast jeden Tag auf seinem Feld etwas gestohlen wurde. In der Nähe der Quelle waren Fruchtschalen und zerkautes Zuckerrohr zu finden. Mama Nua belauerte den Dieb, denn wenn er wiederkommen sollte, wollte er ihn fangen und nach seinem Vergehen bestrafen. Wen aber sah er? 9 weiße Schwäne kamen geflogen und ließen sich an der Quelle nieder. Nun zogen sie ihr Federkleid aus und setzten sich an den Rand des Wassers. In diesem Augenblick waren sie alle anmutige Mädchen geworden. Mama Nua konnte vor Staunen kein Wort sagen. Die Mädchen gingen nun in das Feld, pflückten Früchte und Zuckerrohr ab und aßen mit viel Lärm davon. Danach tauchten sie in das Wasser und badeten und spielten. Als sie vom Boden Schwimmen und Tauchen genug hatten, stiegen sie ans Ufer und zogen gleich ihre Federjacken an. Im selben Augenblick verwandten sie sich alle wieder in Schwäne und flogen hoch in den Himmel. Mit offenem Mund hatte Mama Nua dem Treiben der weißen Vögel zugesehen. Täglich ließ er es nun zu, dass sie badeten und sein Feld bestahlen. Schließlich kam ihm der Gedanke, einen der Vögel zu fangen. Und eines Morgens, als die Mädchen gerade badeten, näherte er sich ihnen heimlich aus dem Gebüsch. Als er nahe genug war, nahm er eine der Federjacken. Als nun die Mädchen genug vom Baden hatten, stiegen sie alle wieder ans Ufer. Jede suchte sich ihre Kleidung und sie flogen hinauf in den Himmel. Nur eine konnte nicht mitfliegen, weil ihre Jacke verschwunden war. Sie suchte sie hier und dort und fand sie aber nicht. Ganz niedergeschlagen weinte sie. Als sie dann Mama Nua sah, erschrak sie sehr und bat weinend um Gnade. »Wie heißt du?« fragte Mama Nua. »Linkambene, ich bin die Tochter von Muntu Untu, dem obersten Gott im Himmelreich«, antwortete das Mädchen. »Vielen Dank für deine Antwort«, erwiderte Manua Mua und bat sie dann, seine Frau zu werden. »In der Lage, in der ich mich befinde, kann ich eure Bitte gewiss nicht abschlagen, Herr, denn habe ich nicht meine Jacke verloren?« erwiderte Linkambene. »Nur eine große Bitte habe ich an euch. Wenn ihr meinen Kopf lausen werdet, denkt daran, nie eines meiner Haupthaare auszureißen, damit ja kein Unglück zwischen uns tritt.« »Ich will an dein Wohlergehen denken«, antwortete Mananua.
Von nun an lebten die beiden in gegenseitiger Liebe zueinander. Und nachdem sie ein Jahr zusammengelebt hatten, wurden sie von den Göttern mit einem Sohn beschenkt. Das Kind war schön und kräftig, und sie nannten es Wulan Sendo. Beide, Mutter und Vater, fühlten sich sehr glücklich. Eines Tages aber, als Mama Nua seine Geliebte lauste, brach plötzlich eines der Haare von Linkambene ab, weil Mama Nua daran gezogen hatte. Was geschah nun? In einem dünnen Strahl schoss aus dem Haar Blut hervor. Unter strömenden Tränen sagte Linkambene zu ihrem Mann: »Ach, wir beide sind vom Unglück verfolgt. Ich bin gezwungen, dich zu verlassen, denn ich muss zurück ins Himmelreich, um meine Wunde zu behandeln, damit das Blut aufhört zu fließen.« Dann übergab sie ihr Kind ihrem Mann. »Hüte Wulan Sendo gut. Mögen wir uns wieder begegnen.« Wie traurig war das Herz der beiden. Dann zog Linkambene ihr Federkleid an und flog zum Himmel. Mama Nua wusste nicht, was er tun sollte. Überall ging er hin, sein Leid zu klagen und einen Weg zu suchen, seiner Geliebten in den Himmel zu folgen. Wulan Sendo, sein Kind, trug er immer mit sich. Als er so überall umherirrte, begegnete er einem alten, großen Raubvogel und erzählte ihm von seinen Sorgen. »Halte dich mit deinem Kind an meinen Füßen fest«, »dann werde ich euch zum Himmel fliegen«, sagte der Vogel. »Gut«, antwortete Mama Nua. Der Vogel flog mit Mama Nua und seinem Kind zum Himmel hinauf. Weil aber seine Last so schwer war, schaffte der Vogel nicht einmal die Hälfte des Weges und kehrte wieder um. Mama Nua Betrübnis war unbeschreiblich und er irrte weiter auf der Suche nach einem Weg umher. Ein großer Rotangbaum sah Mama Nua in seiner großen Betrübnis und sagte: »Steigt in meine Krone, und ich werde euch in den Himmel heben.« Er hatte aber gerade erst die Hälfte des Weges zum Himmel erreicht, da kam ein gewaltiger Windstoß und bog den Rotang mitten ins Meer. Als Mama Nua und sein Kind so mitten im Meer schaukelten, half ihnen ein großer Fisch. »Wie kommt ihr in diese Lage?«, fragte der große Fisch. Mama Nua erzählte ihm, dass seine Frau ihn verlassen habe und zum Himmel geflogen sei. Er wolle ihr folgen, könne es aber nicht. »Steigt auf meinen Rücken, und ich werde euch zu der Stelle bringen, wo die Sonne hervortritt«, sagte der Fisch. »Dort, vom Fuß des Himmels, wird euch ein Hund in den Palast von Muntu Untu bringen.« Mama Nua und sein Kind stiegen auf den Rücken des Fisches und der schwamm los. Mehrere Tage lang durchschwamm der Fisch Wellen, Taifune und Orkane und gelangte schließlich an die Stelle am Fuß des Himmels, an der die Sonne hervortritt. Dann bat der Fisch den Hund, seinen Freund Mama Nua und Wulan Sendo zu helfen und sie in das Land von Deva Muntu Untu zu begleiten. Nachdem die drei einige Zeit geklettert waren, erreichten sie das Haupttor der Stadt. Mama Nua sagte zu dem Türhüter: »Hi, Türhüter, ich will Deva Muntu Untu aufsuchen, denn eine seiner Töchter ist meine Frau. Das hier ist unser Kind.« Und er erzählte ihre Geschichte. Man berichtete Deva Muntu Untu von der Ankunft Mama Nuas. »Gut«, sagte Deva Muntu Untu, »er soll seine Frau unter den neuen Prinzessinnen im Palast herausfinden.« Mama Nua ließ sich nicht von dem Befehl verwirren. Er nahm die Jacke seiner Frau, die er von zu Hause mitgenommen hatte, und ließ den Hund, der sie begleitete, daran riechen. Der Hund suchte sogleich nach Mama Nuas Frau und setzte sich schwanzwedelnd unter Linkambenes Stuhl. Wie freute sich Mama Nua! Denn wenn ihm der Hund nicht geholfen hätte, wer hätte dann Linkambene unter den neuen Prinzessinnen herausfinden können? Denn in Gestalt, Gesicht,
Kleidung und Größe gab es nicht den geringsten Unterschied zwischen ihnen. Ohne zu zögern setzte Mama Nua Wulasendo in den Schoß seiner Frau und sagte: »Säuge unser Kind. Ach, schon lange sehnt es sich nach dir. Verzeih mir mein Vergehen.« Linkabenes Freude war unbeschreiblich. Sie herzte ihr Kind voller Liebe und säugte es. Mama Nua blieb mit Linkabene im Himmel. Als Wulasendo groß war, wollte er wieder zur Erde zurück, weil er zur Hälfte ein Erdkind war. Bevor es zur Erde hinabstieg, gab ihm sein Großvater Deva Muntu Untu ein geheimnisvolles Päckchen. Das Päckchen durfte er erst öffnen, wenn er wieder unten war. Man ließ ihn mit einem Seil auf die Erde hinunter, und als er sie erreichte, prallte das geheimnisvolle Päckchen, das ihm sein Großvater gegeben hatte, versehentlich auf. In dem Päckchen fand er ein zerbrochenes Ei, und die Bruchstücken entstieg eine kleine, sehr anmutige Prinzessin. »Wie heißt du?« fragte Wulasendo. »Martinem Pingpong«, erwiderte die Prinzessin lächelnd. »Mit welchem Ziel hat man mich begleitet?« »Dich auf die Erde zu begleiten.« »Schön, schön, wenn es so ist«, erwiderte Wulasendo freudig. In ihren Händen hielt Martinem Pingpong ein Döschen, das gefüllt war mit den verschiedensten Saatkörnern und Früchten wie Reis, Mais, Durian, Mango, Duku, Zitrone und vielen anderem. Wulasendo und Martinem Pingpong richteten im großen Fleiß ein Feld her und pflanzten dort die Samenkörner ein, die sie vom Himmel mitgebracht hatten. Auch an ihrer Nachbarn verteilte Wulasendo von den Samen, und daher liebten ihn die Dorfbewohner sehr. Das Land nannten sie Tumetendin, und von dort verbreiteten sich die Fruchtbäume über die gesamte Minahasa.